Hallo liebe Leute, hallo. Und herzlich willkommen bei Nervenmedizin. Hallo lieber Klaus. Hallo Martin. Schön, dass du schon wieder oder noch immer da bist. Heute geht es um das Thema Tachykardien, Breitkomplex-Tachykardien. Und in den letzten Videos habt ihr schon ein bisschen was gehört zum Thema regelmäßige Breitkomplex-Tachykardien, vor allem ventrikuläre Tachykardien, also da, wo wir unsere Leute einfach retten müssen. Mhm. Und ums Retten ging es im zweiten Video, nämlich um die Therapie, die ja relativ straightforward ist, aber es gibt ja trotzdem ein paar so Sonderfälle, die man bedenken muss. So Klaus, und jetzt haben wir ja versprochen, wir gehen so ins ganz abgefahrene Thema, nämlich in die unregelmäßigen Breitkomplex-Tachykardien. Wenn die regelmäßigen schon so abgespaced sind und gefährlich, was ist denn dann bei den unregelmäßigen? Ich bin jetzt schon ganz nervös. Wenn ich sage unregelmäßige Breitkomplex-Tachykardie, was wirft dein Hirn dann aus? Was kommt da in Frage? Das kann Vorhofflimmern mit Schenkelblock sein. Also irgendwie fast ein bisschen langweilig, oder? Fast ein bisschen langweilig. Mhm. Wobei, je schneller der Patient ist, umso schwieriger ist es zu sehen, dass es völlig unregelmäßig ist. Mhm. Mhm. Das heißt, je schneller die Patienten sind, umso schwieriger wird es dann. Und da ist dann am besten, man nimmt entweder einen Zirkel oder doch so ein Blatt Papier, wo man dann eben dass man so weiterschiebt, Komplexe markiert, dass man eben feststellen kann, hey, ist es regelmäßig oder ist es nicht regelmäßig? Ja? Das ist sicherlich das Häufigste. Und dann gibt es noch die seltenen, aber spannenden Sachen, nämlich die FBI-Tachykardie im engeren Sinne. Oh, FBI-Tachykardie, der beste Name der Welt. Nicht CIA. Ja. ja, und dann gibt es noch die Torsaden. Auch das ist was, was wir kennen. Torsade de Pointe-Tachykardie, Schrägstrich die polymorphe ventrikuläre Tachykardie. Auch die ist breit, schnell und unregelmäßig. Okay, das Vorhofflimmern, denke ich, kann man relativ kurz abhandeln. Das behandeln wir so wie jedes Vorhofflimmern. Genau. Wir müssen uns halt sicher sein, dass es unregelmäßig ist. Mhm. Ja. Und was natürlich enorm hilfreich ist, wenn man sieht, wenn man ein EKG zum Vergleichen hat und sieht, ah ja, die QRS-Komplexe schauen jetzt in der Tachykardie genauso aus wie vorher, wo der Patient im Sinusrhythmus und langsamer war. Das macht es dann einem wirklich leicht, ist dann mit Vorhofflimmern dann eben, es macht es einem leicht, ist als Vorhofflimmern dann eben auch mit den Medikamenten zu behandeln, die wir bei der VT nie geben dürfen. Da sollten wir keinen Beta-Blocker geben und natürlich auch kein Verapamil geben. Okay. Beides zusammen, aber auch beim Vorhofflimmern nie geben. Es sei denn, der Patient hat einen Schrittmacher, dann darf man es vielleicht. Aber entweder Verapamil oder Beta-Blocker. Okay. Jetzt gehen wir aber zu den Sachen, weil mich die Namen so zufriedenstellen. Die FBI-Tachykardie und die Torsade. Hm? Fangen wir mal mit der FBI-Tachykardie an. Hm? Was ist das überhaupt und warum hören viele Leute vielleicht zum ersten Mal davon? FBI steht für Fast Broad Irregular, wobei ich es verwende als Fast Bizarre and Irregular, weil es ist eine sehr schnelle Tachykardie bei Vorhofflimmern und Schenkelblock zum Beispiel. Haben wir meist dann in der Kammer Frequenzen altersabhängig von vielleicht 140 bis 170, 180. Ja. Und in dem Moment, wo wir Kammerfrequenzen haben, die über 180 oder gar über 200 sind, sollten wir immer an eine akzessorische Leitungsbahn denken, weil das ist jenseits der Überleitungskapazität eigentlich vom AV-Knoten. Okay, das heißt, es gibt jetzt so wie beim WBW-Syndrom zum Beispiel oder beim WBW-Syndrom, gibt es halt nicht nur die normale Leitungsbahn über den AV-Knoten, sondern irgendwo gibt's extra, was noch schneller leiten kann. Akzessorische Leitungsbahn und WPW-Patienten bekommen auch häufiger Vorhofflimmern. Und genau das ist die Konstellation, die wir bei der FBI-Tachykardie haben. Patient hat Vorhofflimmern und eben eine akzessorische Leitungsbahn. Okay. Und dann gibt es ein ganz hässliches, bizarres Bild, wo man auch an Defi denkt, wenn man das sieht, mit breiten QRS-Komplexen, die eben oft von Schlag zu Schlag unterschiedlich breit eben auch sind, weil eben ein Teil der Erregung vielleicht auch noch im Sinn von Fusionsschlägen über den AV-Knoten läuft. Und diese FBI-Tachykardien sind bedrohlich,
haben Frequenzen von oft über 200 und haben das Potenzial, dass man sie falsch behandelt. Weil die Leute dann auch wieder Beta-Blocker kriegen. Genau. Wenn man diesen Patienten irgendwas gibt, was hauptsächlich am AV-Knoten wirkt, Beta-Blocker, Verapamil oder auch Adenosin, digitales, dann machen wir den AV-Knoten dicht und alle 300 Vorhofflimmerimpulse pro Minute haben dann die Chance, auf diese akzessorische Leitungsbahn loszubrettern, die dann eben in der Tat vielleicht auch so schnell überleitet und der Rhythmus dann in Kammerflimmern konvertiert. Okay, aber das heißt, wir sollten da ganz gut aufpassen, was wir dem Patienten geben. Ja. Was macht man da? Der ERC empfiehlt Amiodarone, wobei es auch darunter Fälle gibt, wo Kammerflimmern aufgetreten ist. Okay. Ja. Die sicherste Option meiner Meinung nach ist elektrische Kardioversion in Kurznarkose. Ist auch die coolste. Ist auch die coolste. Macht uns am meisten Spaß und manchmal auch den Patienten. Ist auf jeden Fall die sicherste Option. Eine andere Option wäre noch Eimalin, ja, weil das eben bevorzugt auf die akzessorische Leitungsbahn wirkt. Und dennoch ist es was, ich würde den Strom bevorzugen. Okay, also fast, bizarre, irregular, ja. FBI-Tachykardie, super schnell, total unterschiedliche Komplexe. Oft jüngerer Patient, Kammerfrequenzen über 200 FBI. Genau, und primär Strom. Primär Strom. Genau. Ja. Aufpassen, keine Adenosin, keine Beta-Blocker, genau. Kein Verapamil. Älterer Patient, Vorhofflimmern, vielleicht Schenkelblock vorbekannt, Herzfrequenz, also Kammerfrequenz 140 bis 170, dann eher keine akzessorische Leitungsbahn, sondern Schenkelblock und Vorhofflimmern. Okay, aber eine Sache hast du noch erwähnt, nämlich die Torsade, die man immer in den ERC-Kursen oder in den Reha-Kursen, geht man die immer so durch. Was ist das eigentlich und warum ist die so besonders? Die Torsade, zumindest in manchen Ableitungen, nicht in allen, sieht man so schön, da wechselt ja in der laufenden ventrikulären Tachykardie die Achse so spindelförmig, geht es hoch und runter. Da ist so dieses Torsade-de-Pointe-Muster und das ist eine sehr schnelle polymorphe VT, die ihre Ursache in einer QT-Verlängerung hat. Die kann angeboren sein oder häufiger erworben sein durch Elektrolytstörung, Ischämie, Medikamente, gibt es viele Ursachen dafür. Und meist tritt die eben auch bei eher einem praktikablen Grundrhythmus auf, weil da ist die QT-Zeit dann durch die niedrige Frequenz auch nochmal proportional länger. Okay, und wenn wir sowas jetzt sehen, also diese, von mir ist diese spindelförmige, dieses Muster, wie behandeln wir das dann? Wie eine normale VT oder gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Also zwei Möglichkeiten, wir sehen es und es hält an und der Patient verliert das Bewusstsein und hat einen Stillstand, dann defibrillieren wir ihn. Okay, na gut. Ja. Das Charakteristische aber bei diesen Torsaden, bei Long QT ist, dass die oft selbstlimitierend sind. Also ich weiß nicht, wie häufig ich mit dem Defi ins Bett gerannt bin und in dem Moment, wo ich alles startklar habe, hat schon wieder aufgehört. Aber leider kam es dann bald auch wieder. Okay. Ja, das sind dann solche rezidivierenden Phasen. Oft geht es dem Patienten in dieser Tachykardiephase für 10 Sekunden durchaus schlecht. Also der spürt es, hat er auch keinen Puls oder nur marginalen, minimalen Kreislauf. Und die Basistherapie laut ERC ist Magnesium. Okay. Ja, hochdosiert Magnesium, also als Startdosis 2 Gramm IV und das durchaus 2-3 Mal am Tag, ist in meiner Erfahrung nicht die Wunderwaffe. Okay. Ja, man macht es, aber ob das allein das Ganze unterbindet, ist eher fraglich. Natürlich Elektrolytstörungen ausgleichen und dann ist meist nötig, die Grundfrequenz anzuheben durch einen transvenösen Schrittmacher. Okay. So eine Art Overdrive-Pacing, einfach in die Frequenz hochbringen. Dann tritt diese Triggerarrhythmie auch nicht mehr so auf.
Wenn man Antiarrhythmika geben will, dann Amiodarone eher vermeiden. Okay. Weil QT-Zeit verlängert. Richtig, ja. Und das wäre jetzt wieder eine Lücke, wo unser gutes altes Xylokain reinstößt. Mhm. Ja, also das ist da ein Medikament, wo QT-Zeit neutral ist und diese ventrikulären Ektopien unterdrückt. Welche Dosierung würdest du da geben? Xylokain, Startdosis 1 bis 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, sprich 100 Milligramm ist ganz gut. Sehr gut. Und ist eines der Mittel eben auch im Gegensatz zum Amio, was wir gesagt haben, das braucht oft so mehrere Aufsättigungsdosen oder Aufsättigung sogar über Tage, ist Xylo ein Mittel, das spritzt man und entweder es wirkt, sprich es wirkt dann auch gleich und ich sehe das in den ersten 10 Minuten, ich habe die Wirkung oder es hat nicht gewirkt. Und dann braucht man auch das nicht irgendwie. Dann braucht man auch keine wiederholten Dosen oder ein Perfusor. Entweder die eine Ampulle hilft schon mal und dann sieht man den Effekt oder nicht. Hey, ich finde, das ist ein guter Überblick gewesen, nochmal über ein paar so ganz abgefahrene Sachen. Tendenziell, wie immer, hilft Strom. Je kränker der Patient ist, umso mehr Strom. Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Botschaft. Mhm. Patches kleben, vorbereitet sein für den schlimmeren Fall. Ja. Und dann denken, dass es auch ein paar bizarre Tachykardien gibt. Klaus, gibt es von dir noch irgendwas zum Thema Breitkomplex-Tachykardien oder sind wir damit jetzt durch? Eine Ergänzung noch, wir haben ja gesagt, die Torsade ist die polymorphe VT bei QT-Verlängerung. Okay. Und dann gibt es natürlich auch noch die polymorphe VT ohne QT-Verlängerung. Das tritt vor allem bei kardialer Ischämie, also im ACS auf. Okay. Und ist meist ein Rhythmus, der aber dann auch gleich in Kammerflimmern degeneriert und dann wie Kammerflimmern behandelt wird. Auch das können wir alle. Da wissen wir, was zu tun ist. Da wissen wir, was zu tun ist. Das ist aber jetzt hoffentlich auch bei der VT. Das ist richtig. Lieber Klaus, vielen, vielen, vielen Dank. Das war echt nochmal eine coole Zusammenfassung von diesem ganzen, wie du sagst, durchaus komplexen Thema. Ja. Jetzt wieder die Frage an euch. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Gibt es noch irgendwelche Unklarheiten? Hattet ihr Fälle, wo ihr sagt, hö, das passt aber nicht in euer Schema? Oder irgendwelche Erfahrungen oder EKGs, dann alles her damit, uns schreiben, hier kommentieren, weiterleiten, teilen, liken und so weiter, was es so gibt. Und mit diesem Aufruf verabschieden wir zwei uns. Lieber Klaus, danke sehr. Martin, und es war mir ein Vergnügen. Sehr schön. Bis bald bei Nerdfallmedizin. Ciao. Ciao.